So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich wollte eigentlich hier auf eine Führung, die ist aber wegen Corona jetzt kurzfristig ausgefallen, was mich jetzt kurzfristig dazu ermuntert hat, mich hier einfach selber in den Wald zu, also ohne Führung in den Wald zu hocken, beziehungsweise mit eigener Führung, je nachdem. Und ich stelle die Kamera doch noch ein bisschen anders, dann sieht man etwas mehr von mir. Viel besser ist das auch nicht, aber man kann zumindest erahnen, dass ich ein Auge habe. Dann liegt das nicht ganz so sehr im Schatten. Das ist immer auf dem Display auch weniger gut zu sehen als dann später im fertigen Filmchen. So, folgendes. Besagte Führung wäre eine Waldführung gewesen zu CO2-Speicherung im Wald, glaube ich. War so mehr oder weniger das Thema. Schade, dass die jetzt nicht stattgefunden hat. Ich hatte auch nicht mitbekommen, dass die abgesagt war. Es rennen trotzdem gefühlte 7000 Leute im Wald rum, weil was viel anderes kann man ja gar nicht mehr machen. Oder darf man zumindest nicht oder sollte man nicht. Je nachdem, Kino gehen, vielleicht gerade noch so. Ne? Essen gehen, machen offensichtlich auch viel weniger Leute. Uns schreckt das nicht ab. Wir gehen heute Abend noch mal gemütlich essen. Aber ja, theoretisch muss man halt eben selber für sich auch irgendwie selbst entscheiden, was man jetzt noch als vertretbares Risiko ansieht und was nicht. Jedenfalls hocke ich jetzt hier. Aufgrund von Corona habe ich nichts zu tun und das heißt, ich kann was erzählen. Und das bringt mich dazu, eine Idee, die ich jetzt schon seit ein paar Tagen im Hirn rumfliegen habe, umzusetzen. Aber bevor ich das tue, wollte ich gerade noch mal schnell mein Corona-Video, mein entsprechendes, ein bisschen ergänzen, einfach damit wir da auf dem aktuellen Stand sind, bevor mir dann irgendjemand runterschreibt, da stimmt ja alles gar nicht und so weiter. Folgendes, die Zahlen. Vor allen Dingen die Zahlen, gerade die Sterbezahlen und der Mechanismus, mit dem der Virus funktioniert und so weiter und so fort, sind noch erstaunlich aktuell. Also es mag sein, dass wir jetzt in Deutschland viel mehr betroffen haben, als wir hatten, als ich das Thema angesprochen hatte. Das mag nicht nur sein, das ist so. Das ändert aber dahingehend jetzt nichts an der Gefährlichkeit vom Virus im Sinne von rein biologisch gefährlich. Ne? Dass das jetzt wirtschaftliche Schäden verursacht, jupp. Aber dazu kann ich nichts weiter sagen. Ich bin, wenn überhaupt ich qualifiziert bin, zu diesem Thema was zu sagen, dann für die biologische Komponente und ganz bestimmt nicht für die wirtschaftliche. Das heißt, das weiß ich nicht. Und deswegen halte ich dazu einfach die Klappe. Ja, wenn du keine Ahnung hast, dann hältst du halt mal das Maul. Das wäre dann vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber ich kann ergänzend darauf hinweisen, dass man A, mit der Forschung nach verschiedenen Heilmitteln oder Impfstoffen, also bei beidem, ist man schon erstaunlich weit. Man hat zum Beispiel auch, Roche haben das entwickelt, jetzt einen Schnelltest hergestellt, erfunden, muss man eigentlich fast sagen, mit dem das jetzt nicht mehr 24 Stunden dauert, um Corona nachzuweisen. Bisher hat man das nämlich mit PCR gemacht. Das ist die Polymerase-Kettenreaktion auf Deutsch, Polymerase Chain Reaction auf gut Englisch. Das ist so ein ganz, ganz einfaches Basisverfahren der Biotechnologie, muss man sagen, und wird quasi angewendet für so ziemlich jeden Nachweis einer beliebigen DNA oder RNA, die man halt in irgendeinem Kladderadatsch nachweisen möchte. Das heißt, du brauchst im Prinzip nur ins Reagenzglas rotzen, dann da eben mit dieser entsprechenden, mit diesem entsprechenden Produkt diese PCR durchführen und dann weißt du, ob da jetzt nun mal Coronavirus RNA drin ist in dieser Probe oder nicht. Ja, ganz einfach formuliert. Das Dumme ist nur, das dauert alles eine Weile und damit war das bisher eben zeitlich etwas begrenzt, wie schnell man das hat eben untersuchen können, ob jetzt da jemand nun mal befallen ist mit dem Virus oder nicht. Und das geht jetzt sehr viel schneller. Wie die jetzt genau da was Besseres entwickelt haben, die ollen Roche-Leute da. Was heißt die ollen? Die guten, guten. Das ist ja was Gutes. Das kann ich auch nicht sagen. Also das habe ich noch nicht irgendwo so ausführlich erklärt gefunden, dass ich es verstanden hätte. Also geht dann jetzt wirklich ins Spezielle. Ja, also eine PCR, das ist noch einfach. Das kriege ich auch noch hin. Aber jetzt geht es ins Spezielle. Und da bin ich dann raus. Aber es geht jetzt zum Beispiel, dass man das viel schneller machen kann. Mit der Heilmittelforschung hat man auch ein paar schöne Ideen gehabt inzwischen. Das geht so flott wie noch nie.
nie bei irgendeinem Virus. Also muss man schon sagen, die Kollegen in der Wissenschaft, in der anderen Wissenschaft, nicht meiner, aber auch in der Wissenschaft, die sind da wirklich ganz, ganz flott dran. Und da hört man viel, viel Bemerkenswertes und viel, was dann in Richtung Medizin-Nobelpreis durchaus sicherlich in die engere Wahl kommen könnte, ne? Meiner Meinung nach. Also das läuft gut, das freut mich und das ist sicherlich auch beruhigend generell, dass da die Forschung auf jeden Fall dran ist. So, dann die Zahlen zur Sterberate. Jetzt haben wir in Italien ja irgendwas 3-4%. In Stellen von Italien soll es ja höher sein als in China, die Sterberate und so weiter. Da muss man jetzt sagen, was wir da messen können, beziehungsweise was wir tatsächlich angeben können und berechnen können, ist, wir haben so und so viel gemeldete Infizierte und wir wissen, dass von den gemeldeten Infizierten so und so viele tot sind. So. Und damit können wir dann eine tatsächliche Sterberate ermitteln, die aber nur dann stimmt, wenn tatsächlich alle Infizierten überhaupt gemeldet gewesen sind. So, und das ist nicht der Fall. Und deswegen liegen die realistischen Sterberaten, ja, bei einer Infektion, für das, die derzeit ein Risiko von etwa 70% mit sich bringt. Ne? Also die Chance, dass man sich irgendwann dieses Jahr oder nächstes Jahr mit Corona infiziert, wahrscheinlich eher dieses Jahr, liegt bei 70% in etwa, ja, für einen Bundesdeutschen. Das ist auch wieder jetzt unterschiedlich, ob man ein Kind ist oder ob man 85 ist. Ja. Also mit 85 ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man mit dem Virus in Kontakt kommt, sich zu infizieren, sehr, sehr, sehr hoch. Das ist schon so wirklich so. Wenn man zum Beispiel ein Kind ist, dann ist die Wahrscheinlich, also was heißt ein Kind, ein Jugendlicher zum Beispiel, ja, 16, Nichtraucher, wichtig. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man, selbst wenn man mit dem Virus in Verbindung kommt, in Kontakt kommt, sich infiziert, immer noch nicht sonderlich hoch. Ja? So vermutlich, so genau weiß das immer noch keiner. Aber jetzt gehen wir mal von den 70% aus. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns infizieren, ist höher, als dass wir davon kommen, ohne uns zu infizieren. Trotzdem besteht dann aber immer noch nach der Infektion eine ganz gute Chance und die kennt auch keiner, weil dafür müsste man ja wissen, wie viele tatsächlich mal infiziert waren. Das weiß man nicht. Das wird man vielleicht mal irgendwann ausrechnen können. Vielleicht wird man es auch nie ausrechnen können. Aber es gibt ja ganz viele, die überhaupt keine Symptome zeigen oder so minimale Symptome, dass sie deswegen gar nicht zum Arzt rennen. Deswegen muss man ja auch aufpassen, dass man jetzt nicht Panik schiebt und wegen jedem kleinen Hüsterchen sowas in der Richtung zum Beispiel. Was mein stinknormaler Frühjahrshusten ist, den habe ich jedes Jahr. Ich habe keinerlei Fieber, ich fühle mich in keinster Weise irgendwie schwächer, ich fühle mich in keinster Weise irgendwie anders als sonst. Es wäre also Quatsch, wenn ich jetzt zum Arzt renne und da unbegründeterweise einen Corona-Test haben wollen würde. Ich würde es nur jemandem, der den wirklich braucht, einfach wegnehmen. Ja? Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Fälle, die haben den Virus abbekommen, die haben den Virus innerhalb von 3-4 Tagen ausgesessen, wenn sie überhaupt was davon gespürt haben, das ihn gehabt haben und danach waren sie wieder geheilt. Die tauchen in der statistischen Statistik nicht auf. Wenn wir also die geschätzten Leute, die keine Symptome haben, in die Statistik allerdings mit reinschätzen, dann sind wir wieder bei Todesraten um die 1%. Und nicht bei 3 oder 4 oder 5. Das kommt dadurch zustande, dass man halt eben nur die schweren Fälle überhaupt bemerkt. Ja? Und damit ist die tatsächliche Zahl der Fälle erstens viel geringer. Das heißt, ein paar Tote an einer kleineren Zahl ergeben einen höheren Prozentsatz als ein paar Tote an einer sehr, sehr großen Zahl. Ja, das ist ja schon mal logisch. Und eben die ganzen milden Verläufe, die werden einfach unterschätzt. Es gibt also viel mehr milde Verläufe, als wir tatsächlich messen, weil wir die milden Verläufe gar nicht registrieren. So, und das erzähle ich jetzt deswegen, damit jetzt keiner denkt, oh Gott, die Todesraten sind auf 4-5% oder was weiß ich was angestiegen. Nein, das ist nicht der Fall. Der Virus ist bisher nicht mutiert seit meinem letzten Video. Und da gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass sich da irgendwas verschlimmert hätte, außer, dass er sich natürlich weiter ausbreitet. Und das wird er auch noch weiter tun. Und das wird er noch das ganze Jahr tun. Im Sommer vermutlich mit einer gewissen Unterbrechung, wo auch die Zahl der Infizierten deutlich zurückgehen wird. Hoffen wir. Wenn nicht, dann können wir uns wirklich Sorgen machen. Aber derzeit weist nichts darauf hin, weshalb sie nicht zurückgehen sollte im Sommer. Und das bedeutet, da muss man sich sicherlich keine allzu großen Sorgen machen. Rein biologisch.
Insbesondere dann nicht, wenn man nicht der Risikogruppe angehört. Was aber richtig ist, wer der Risikogruppe angehört und dann freiwillig lieber zu Hause bleibt und einen auf Quarantäne macht, das kann eine weise Entscheidung sein und das muss jeder selbstverständlich für sich selber beschließen. Und was wir auf keinen Fall tun dürfen, ist das irgendjemand vorwerfen, wenn er das für sich beschließt. Das dürfen wir dann auch nicht als Panikmache verstehen, sondern das ist individuell eine Entscheidung, die man halt eben nun mal treffen kann oder nicht kann oder je nach Situation natürlich. Ne? Also da mache ich sicherlich, sollten wir auch nicht irgendwelchen alten Leuten da Vorhaltungen machen. So, beispielsweise alten Leuten oder jungen Leuten mit Lungenerkrankungen oder sowas. Ja, das kann ja auch sein. Für alle anderen, als gesunder Mensch in mittleren Jahren, sage ich jetzt mal, so alles bis 50, eigentlich bis 60, da braucht man sicherlich nicht völlig in Panik geraten und sich nicht mehr auf die Straße trauen. Ja? Dass man nicht zu irgendwelchen riesigen Menschenansammlungen hinläuft und dass diese auch immer mehr abgesagt werden, das halte ich auch für richtig, weil das ist ein unnötiges Risiko. Warum sollte man das eingehen? Für ein kleines bisschen Spaß. Und soziale Kontakte so weit wie möglich vermeiden, wie es die Virologen sagen. Na gut, aus virologischer Sicht ist das eine tolle Idee. Inwiefern jeder das jetzt einzeln individuell für sich tatsächlich machen möchte, muss man letztendlich auch wieder selber wissen. Sich aber grundsätzlich so ein bisschen daran halten, ist, glaube ich, aus Solidaritätsgründen keine schlechte Idee. Sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ja. Ich selber, und damit kommen wir jetzt langsam zum springenden Punkt der ganzen Sache, bin in der luxuriösen Situation, dass ich nicht bei meinem Arbeitgeber fragen muss, ob ich Homeoffice machen darf. Ich habe keinen Arbeitgeber, ich bin mein Arbeitgeber. Ja. Und Homeoffice mache ich sowieso immer. Oder Waldoffice. Beides ist vom Infektionsrisiko her eigentlich so ziemlich das Niedrigste, was irgendwie geht. Des Weiteren, ich muss mir keinen Urlaub nehmen lassen. Ich habe keine Kinder zu versorgen. Ich habe derzeit keine kranken Angehörigen zu versorgen. Und ich bin auch nicht in irgendeiner Branche tätig, in der jetzt Corona unglaublichen Schaden wirtschaftlicher Art anrichtet. Das heißt, mir geht es, glaube ich, überdurchschnittlich gut. Und ich werde da wahrscheinlich ziemlich glimpflich davonkommen. Und mit dieser Tatsache bin ich nicht ganz alleine, wenn ich mich dann nämlich bei den Kollegen auf YouTube umgucke, wer immer in irgendeiner Form von einer gewissen Internetpräsenz lebt und das ohne großen Personalaufwand tut, der hat jetzt ganz gute Karten, dass sich daran nicht viel ändern wird. Im Gegenteil, der eine oder andere YouTuber wird vielleicht von der Situation eher noch profitieren können, einfach aufgrund deswegen, weil wenn alle Leute zu Hause hocken, ob jetzt krank oder nicht krank, und denen ist langweilig, was machen die dann? Ja, Internet. Und was machen könnten sie dann da tun? Ja, zum Beispiel Videos angucken. So, und das bringt uns zum springenden Punkt. Wenn also eine Branche, mal abgesehen davon, dass die Gesundheitsbranche wahrscheinlich auch genug Geld verdient, in Anführungszeichen, die Krankenkassen weniger gut Geld verdienen, aber gut, wenn eine Branche jetzt hiervon profitiert, dann ist sicherlich die Branche der keimfreie Internetunterhaltung Produzierenden auf jeden Fall dabei. So. Und das führt jetzt meiner Meinung nach dazu, dass wir daheim keimfreie Internetunterhaltung produzieren, ernsthaft mal drüber nachdenken könnten, ob wir nicht eventuell da jetzt ein kleines bisschen solidarisch mit denjenigen sein wollen, die halt sehr wohl wirtschaftliche Nachteile von Corona haben, die eventuell sogar unter Quarantäne stehen, sei es jetzt freiwillig, weil sie, um sicher zu gehen, es müssen oder meinen es zu müssen oder einfach nur auf Nummer sicher gehen wollen, oder die Leute, die tatsächlich amtlich unter Quarantäne stehen und wirklich gar nicht raus wollen, wollen sie wahrscheinlich schon, nur nicht dürfen, das ist das Problem. Ja, die haben natürlich eine ganz, ganz viel beschissenere Situation als jetzt beispielsweise ich. Es sei denn, Evelyn infiziert sich irgendwo und infiziert dann mich. Gut, dieses Risiko besteht. Da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das gerne eingehen wollen, weil sämtlichen Körperkontakt meiden pro forma auch scheiße. Ne? Und klar habe ich auch noch entsprechende Angehörige, die schon etwas älter sind, die sich potenziell infizieren können. Aber das haben wir ja alle. Aber mich persönlich, jetzt allein mich, betrifft das Ganze sehr wenig. So, und deswegen,
und weil ich eine interessante kleine Nachricht gesehen habe, die jetzt auch immer mal häufiger vorkommt, von zum Beispiel älteren Schülerinnen, also die jetzt nicht mehr gleich zweite Klasse, dritte Klasse sind, sondern schon ein bisschen was Höheres, die jetzt für ältere Leute einkaufen gehen, aus Gründen der Corona-Solidarität, so nach dem Motto, wir haben jetzt Zeit, wir haben keine Schule mehr, wir würden für sie einkaufen gehen und ihnen die Lebensmittel vor die Tür stellen, nur Klopapier gibt es natürlich keins, ne? Aber ja, das finde ich ganz, ganz großartig. Und wann immer mich so eine Situation ereilt, bei der ich so ein kleines bisschen mein Vertrauen in die Menschheit mal wieder ein bisschen regenerieren kann. Es ist nicht besonders ausgeprägt, aber manchmal kann man es ein bisschen regenerieren. Dann habe ich das Bedürfnis, soweit das in meinen Möglichkeiten liegt, an eben dieser Welle der Solidarität ein bisschen mitzuwirken. Und ich fand es auch wirklich rührend, wie die Italiener auf ihren Balkons von Balkon zu Balkon singen und sich nicht kleinkriegen lassen. Und an dieser Stelle herzliche Grüße nach Italien. Ich habe mal Italienisch gelernt. Ich kann aber bloß noch Prendo una pizza con prosciutto, per favore. Und das war es mehr oder weniger. Und ich weiß noch, non lo so. Ich habe keine Ahnung. Und ja, ansonsten habe ich wieder verdrängt, was ich sonst an Italienisch Unterricht hatte. Nichtsdestotrotz, den Italienern sei ganz, ganz viel Durchhaltevermögen gegönnt und dass die toi auf ihren Balkonen nicht allzu sehr durchdrehen. Und ich fand also diese Musizieren und Singen, so allabendlichen, auch Skype-Abendessen-Meetings und solche Sachen, das finde ich wirklich irgendwie herzerfrischend, was die sich jetzt einfallen lassen. Und so, jetzt kommen wir nach langer Rede zum springenden Punkt. Ich will auch ein bisschen Corona-Solidarität leisten, da ich ja wie gesagt so wenig betroffen bin, wie man fast schon nur nicht betroffen sein kann, in Anführungszeichen. Und dachte mir, vielleicht befinden sich unter meinen Zuschauern jetzt oder dann in Zukunft ja Leute, die nicht mehr raus können oder nicht mehr raus wollen. Oder zum Beispiel, man könnte ja auch, wenn man in der großen Stadt wohnt, dann kommt man ja nicht zum Wald. Vielleicht hat man auch nicht mal ein Auto und müsste mit der U-Bahn zum Wald fahren. Ja? Und allein das ist dann wiederum ein Risiko. Wenn man im Wald ist oder wie ich nah dran wohnt, dann kann man da zu Fuß hingehen. Das ist alles kein Problem. Aber wer aus irgendwelchen Gründen Schwierigkeiten hat, zum Beispiel raus in den Wald zu kommen oder wer daheim hockt und sich langweilt, ich weiß nämlich von dem einen oder anderen Zuschauer, das kommt immer mal wieder vor, dass es Leute gibt, die sehr viel von meinem Krempel gucken, wenn sie zum Beispiel im Krankenhaus liegen, ja? Oder daheim im Bett, weil sonst wie krank oder andere Sachen sie halt eben vom Rausgehen abhalten, dass sie also nicht raus an die frische Luft können. So, und da freue ich mich dann immer, wenn ich in dieser Hinsicht ein bisschen helfen kann, weil eine wirklich schlimme Situation wäre auch für mich, und da bin ich sicherlich nicht alleine auf diesem Kanal, wenn ich nicht mehr raus könnte. Entweder weil ich nicht mehr laufen kann, weil ich nicht mehr die Kraft aufbringen kann, weil ich zu krank bin oder sonst irgendwie. Wenn ich nicht in den Wald könnte, dann hätte ich nach relativ kurzer Zeit ein massiveres Problem. Und vielleicht mag es dem einen oder anderen meiner Zuschauer halt eben auch so gehen. So, und jetzt sind wir wirklich beim springenden Punkt angekommen. Nämlich, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich mache solidarisches Corona-Quarantäne-Überbrückungsprogramm. Ich muss mir dieses Wort nur merken. Solidarisches Corona-Quarantäne-Überbrückungsprogramm. So, und das bedeutet, ich möchte versuchen, täglich ein kleines Video rauszukloppen. Klein für Ben-Verhältnisse, nicht klein, wirklich klein, sondern klein für meine Verhältnisse. So, soll heißen 15 Minuten, 20 Minuten, maximal eine halbe Stunde. Da das einen gewissen Mehraufwand bei der Arbeit darstellt und ich nebenher ja noch andere Projekte habe, die ich verwirklichen möchte, bedeutet das, dass diese Videos möglicherweise was sind, was ich schon mal erzählt habe. Ich hocke hier zum Beispiel jetzt im Bärlauch. Es würde sich anbieten, dass ich euch jetzt also für diese Videoreihe noch ein paar Takte zum Bärlauch erzähle. Das habe ich schon mal gemacht. Ja, aber nichtsdestotrotz würde ich das jetzt nochmal halt eben als Corona
als solidarisches Corona-Quarantäne-Überbrückungsprogramm würde ich das dann zum Beispiel einfach nochmal speziell aufnehmen. Ja? Oder was ich gleich noch tun werde, ist was zum Lerchensporn erzählen. Vielleicht sieht man im Hintergrund, da gibt es manchmal auch noch so ein paar, sage ich mal, pinke Fetzen in der Wiese zu sehen. Das ist der Lerchensporn und zwar der gefliederte, heißt er so? Ich guck's nochmal nach. Aber es ist jedenfalls nicht. Ja, ich guck's nochmal nach. nein, es ist der hohle, Entschuldigung, der hohle Lerchensporn. Jetzt. Genau, es ist nämlich nicht der gefingerte, sondern der hohle. Jetzt haben wir's. Ja? Und jo. Mein Plan wäre also, dass ich alle paar Tage mal in den Wald renne, also mit Kamera. Ich renne sowieso alle paar Tage in den Wald, aber halt eben speziell auch mit Kamera. Und euch dann jeweils die Neuigkeiten aus dem Wald quasi filme und dazu noch ein paar blöde Sprüche abgebe und das Ganze so ein bisschen im Vlogging-Stil. Ja? Ohne große Schnitte, mit reduzierten dummen Sprüchen drunter, mit reduziertem Aufwand für mich, aber halt einfach das Material da ist, dass wenn euch langweilig ist und ihr halt eben nicht raus könnt, ihr trotzdem so ein bisschen erfahrt, was ist draußen los im Wald, was macht der Wald gerade aktuell und so weiter. Ja, das wäre also meine Idee des Beitrags. Ich versuche täglich, ja, wie gesagt, so 15, 20 Minuten, das ist so zumindest mal angestrebt. Mag sein, dass es irgendwann mal ein bisschen kürzer ist, mag sein, dass es hin und wieder mal ein bisschen länger ist. Sollte ich was ganz Langes aufnehmen, werde ich es jedenfalls über mehrere Tage splitten. Da kann es dann also auch mal sein, dass eine Folge in Anführungszeichen ein sehr abruptes Ende hat, weil einfach ich kann nicht jeden Tag 20 Minuten im Wald hocken, was erzählen, dann nach Hause gehen, das dann schneiden und hochladen, sondern ich mache das so, dass ich das also etappenweise immer für 3-4 Tage im Voraus quasi produziere und pro einmal in den Wald gehen, dann gehe ich halt nicht gleich nicht einfach nur 20 Minuten, sondern ich gehe halt gleich eine Stunde, dann habe ich ungefähr 3 Filmchen dabei, die da irgendwie bei rumkommen. Ja? Und das wird nicht alles großartiges, super High-Value-Entertainment oder was auch immer sein. Das wird es bestimmt nicht. Da ist auch bestimmt mal was Langweiliges dabei und es mag auch mal eine Folge geben, wo ich darauf hinweise, warum ich auf einmal einen schwarzen Hut aufhabe. Und mag auch mal eine Folge geben, wo ich mich zum aktuellen Stand der Corona-Situation nochmal äußern mag. Was halt ansteht, ja. Also so ein bisschen Vlogging-Stil-mäßig. Oder Ben räumt seinen Keller auf. Also allerschlimmstenfalls, wenn mir gar nichts mehr einfällt, ja. Es soll halt wirklich nur darum gehen, dass ihr wenigstens ein bisschen Unterhaltungsprogramm habt. Der Situation angemessen halt nichts super Hochtrabendes, aber ja. Das wäre mein Ansinnen und mein Anliegen. So. Und das mache ich. Und das ist ja eigentlich im Grunde jetzt schon ein Teil davon, wenn man so möchte. Weitere Teile werden folgen. Und dann hätte ich jetzt mal einen Vorschlag. Ausnahmsweise. Ganz ausnahmsweise wäre es doch vielleicht mal eine Möglichkeit, tatsächlich, ich glaube mit einem Hashtag oder sonst irgendwie, jetzt hier draus eine Challenge, Aktion, ein Trend, ich habe keinen Schimmer, wie man das nennt, ne, in den sozialen Medien, irgendwie sowas vielleicht draus zu machen, dass gegebenenfalls der eine oder andere YouTuber, zumindest jetzt jemand im Outdoor-Sektor, was das jemand mitbekommt, eventuell auch Bock hat, sich daran zu beteiligen, mit dem einen oder anderen Solidaritätsvideo mit geringem Produktionsaufwand. Also ihr wisst, was ich meine, wenn ich geringen Produktionsaufwand sage. Also quasi in so einem Vlogging-Stil, nicht viele Schnitte, nicht irgendwas Fancy-mäßiges reinschneiden, keine große Hintergrundmusik, wobei die nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, wenn man die mal kurz drunter klatscht, das wisst ihr alle selber. Ich mache sowieso nie welche, aber Vogelzwitschern, ne? Ist gratis. Wegen Urheberrecht und so weiter immer ziemlich sicher, dass man da nicht verklagt wird, wenn die Vögel zwitschern. Ja, sowas in die Richtung. Also wenn ihr auch Bock habt, und das muss ja auch nicht täglich sein, so wie ich das jetzt machen will, aber ja, ihr könntet euch ja gerne beteiligen. Solltet ihr euch beteiligen wollen, ja, also auch gerne kleine Kanäle, ist ja Wurst, dann schreibt das doch einfach mal hier drunter in die Kommentare. Ich werde
unter diesem Video speziell Herzing jetzt mal nur an die Leute verteilen, die da irgendwie dran mitmachen möchten. Alle anderen kriegen kein Herzing, muss ich nur dran denken. Einfach damit da in den Kommentaren eine gewisse Ordnung herrscht. Nicht, weil die anderen kein Herzing verdient haben, aber einfach irgendwie möchte ich die markieren, damit man die nicht so lange suchen muss. Ne? Und den können wir auch jeweils noch entsprechend Daumen hoch verpassen, damit die weiter oben im Ranking auftauchen. Einfach damit das dann gesehen wird. Weil anpinnen kann ich natürlich auch einen Kommentar, aber das ist ja der springende Punkt. Ich kann einen Kommentar anpinnen, ja, nicht alle. Und deswegen wäre das also eine Möglichkeit, wer sich daran beteiligen möchte, hier noch darauf hinzuweisen. Und in dem Zusammenhang könnte man ja drüber nachdenken. Normalerweise bitte ich da nie drum, habe ich auch noch nie getan. Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, ob man dieses Video nicht eventuell ein bisschen verbreiten helfen möchte. Wenn da Interesse besteht, wenn ihr denkt, eine bestimmte Person könnte da vielleicht eventuell Interesse dran haben. Erstens, als Nutzer, also sprich, dass eine bestimmte Person, beispielsweise jemand, der mit Corona in Quarantäne hockt, vielleicht Freude dran hätte, wenn man ihm täglich so ein bisschen Videomaterial zur Verfügung stellt zum Angucken. Oder ihr mögt das an jemanden weiterleiten, der halt eben selber auch Videos produziert und dem ihr zutraut, dass er vielleicht Lust hat, auch, kann ja nur einmal pro Woche sein oder sowas, ein solidarisches Corona-Quarantäne-Überbrückungsprogramm-Video drehen zu wollen. Ja, das wäre eine Option. Und was mir persönlich, das muss ja nicht zwingend, aber was mir persönlich lieb wäre und ich finde es cool und ich werde es auf jeden Fall so machen, gut, das ist mit fast allen anderen Videos ja auch so, wenn man diese Videos dann eventuell noch nicht mal monetarisiert. Damit es also wirklich nur ein Akt der Solidarität quasi ist, weil wie anderen YouTuber, ne, die anderen YouTuber, also ihr, wenn ihr das jetzt seht, ihr habt sicherlich den gleichen Vorteil wie ich, dass ihr fürs Rum-YouTuben nicht unbedingt zwingend großartig viel eure Wohnung verlassen müsst und wenn doch, dann selten halt irgendwo hin, wo ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht. Ja. Und euer Job, sofern ihr dann in irgendeiner Form da ein Einkommen draus zieht, ist dann auch wahrscheinlich relativ wenig gefährdet. Ne? Jo, das also meine Überlegungen und das werde ich auch so umsetzen. Und damit fange ich jetzt im Anschluss an, drehe dann gleich noch ein bisschen was dafür, solange hier noch halbwegs Licht ist. Also, wer sich beteiligen möchte, bitte gerne in die Kommentare schreiben. Wer das für eine blöde Idee hält, bitte gerne auch in die Kommentare schreiben. Alle anderen dürfen auch einen Kommentar schreiben, wenn sie wollen. Und was noch? Gute Besserung! Ja, ganz wichtig. Gute Besserung für diejenigen, die sie brauchen. Und das war's. Danke, macht's gut. Und wie lange mache ich das? Naja, mal gucken. Solange ich es durchhalte oder solange es dauert, müssen wir mal schauen, was zuerst eintritt. So, bis später.